Da bin ich ja. Hey, ist er, hey, ist er. Hey, der Witzka, da ist er ja. Jo, fangen wir mal an, wa? Was machen wir als erstes? Alles rausräumen. Ja, Wolfgang. Alles gut? Ja, wo ich mir das. So, ja, soweit gut. Wir müssen ja jetzt ein bisschen schlapp auf die Beine heulen, ein bisschen schön von gestern. Wieso? Was hast du denn gestern gemacht? Ach, wir haben seine Wohnung ausgeräumt, den Rest. Wohnzimmer, die alten Betten mal ausgeräumt, Regale rausgeschmissen, aus dem Keller noch und dann, naja. Und jetzt haben wir dann alle durch die auf der Schnelle zur Müller vorgefahren. Ah, okay. Und ja. Die waren da so freundlich, so nett, also ich hab da auch nicht, ja, die ist ja von Zähler mitgebracht, Alter. Die sind da so freundlich, da steht überall alle, wo du da drin schweißen kannst, da steht so Textilien und ach, weiß ich mal, Couch und alte Fahrräder, die holen alle da. Ja. Kostet doch nicht. Und es war gestern Mittag, wie weit geht, waren denn drei, halb vier, das war leer. Die Straße war ein bisschen voll, Hermannstraße, aber nachher die gerade Straße, wo wir da hingefahren sind, die war schon leer, ja. Ja, die war leer? Ja. Habt ihr Glück gehabt, der wollte ja schon länger mal hin zur gerade Straße, die war immer voll. Weil welche Uhr? Früh morgens. Also früh morgens ist das voll? Früh morgens um 9. Da steht noch mal, ja, früh morgens steht noch meistens eine Schlange, also wir sind gerade. Wir sind Ratsplatz, waren wir jetzt bis halb vier waren da so ungefähr. Ja, wir waren Profi, waren zack, waren wir wieder eine halbe Stunde, waren wir wieder draußen. Das ist gut. Halb fünf waren wir wieder hier zu Hause. Haben wir jetzt mal eine halbe Stunde Parkplatz gesucht, weil ja, das ist es. Naja, hat er eine Bude oder Salz saß im Knast. Schwer Kindermissbrauch oder irgendwie hier. Gerade Corona-Test für alle Fans. Hattet ihr geschüttet gestern, wa? Ja, na ganz gut. Ja, zweimal war das. Ganz gut. Gerade um die Feld, halb zwei, wie Alex mit dem Motorrad abbauen wollte. Wie alles extra für Holz, der Fernseher. Also Udo Walz, Bruder saß im Knast. Schwerer Kindesmissbrauch oder Intrige. Ja. Gratis Corona-Test für alle Fans. Union will das Stadion wieder voll machen, ne? Moin. Wohin? Der große Raub, Schließfächer mitten am Tag ausgeräumt. Das ist doch viel interessanter, Wolfgang. Schmargendorf. Das ist bei dir noch hier gar nicht. Und dein Kumpel ist schon mal wieder hier, der Arndt. Ja, gestern. Gestern schon wieder. Ja. Gut, Auftrag haben wir nicht, aber wir haben ja noch ein Rad zu schrotten und noch mehrere andere zu schrotten eigentlich. Und das mache ich jetzt. Das mache ich jetzt. Mein Schutzblech, aber schon kaputt. Da bauen wir nur noch die Reflektor ab und die Streben. Auch wenn es nur ein bisschen kaputt ist, aber eben hier eingerissen, das kann man nicht mehr brauchen. Hier kommt der Reflektor ab, einfach nur ressourcenschonend sozusagen. Und dann haben wir hier schon wieder eine volle. Und dann haben wir hier schon wieder eine volle Kiste mit Zeug, die verräumt werden muss. Ne? Na, so ist das halt. Ne? Der erste Euro ist gemacht. Mit dem Ventil. Und Pumpservice. Ja,
oder weniger Spender. Aber so ist das ja gut. Super. Weiter. Oh Gott, das ist so schwer. Was ist denn hier? Okay, fangen wir mal an zu schlachten. Also hier ist wirklich, also an dem Rad, das wollte sie noch repariert haben. Die Gabel war völlig gestaucht und kaputt. Also ich schlachte jetzt, die Hebel hebe ich mir auf, das ist klar, das ist der Goldstock, die Pedalen hier würde ich mir aufheben, die Kettenradgarnitur packe ich beiseite, obwohl ich schon so viele habe. Ständer baue ich ab, Bremse baue ich ab, Sattelstütze, Kloben, Klemme. Und das war, ich bin leider. Dynamo, ja, Dynamo, Schaltwerk, Shimano Tournee, heben wir auch auf. Das ist so, was ich ausschlachte und jetzt gucken wir mal. Die Mutti ist da. Was willst du denn, die Mutti? Ich gehe jetzt einkaufen. Okay. Die anderen sind jetzt kurz oben, ich will auch gar nicht so viel holen. Zum Mittagessen und sowas. Ja. Mach das. Was denn? Wieso? Ach Mann, ey. Mach langsam, komm. Ja. Machst heute Pause noch, morgen noch Pause und am Montag fängst du wieder an, okay? Ein bisschen. Ja, was, wenn es dann wieder weh tut und dann mach ich wieder eine Woche Pause. Nee, eine Woche? Ich hab keine Woche Pause gemacht. Ja, du machst ja andere Training. Ja, sag mal, hör mal auf. Ja? Muss ja, so wie du humpelst, was soll denn das? Kannst du ja nicht zum Sport. Ja, ich komm. Warte, machen Sie nicht so schnell. Ich komme. Das hat voll die Behindertenquote auch noch. Mann, ey. Mal ist halt übertrainiert. Ja, das ist auch gefährlich. Da muss man auch aufpassen. Geht halt nicht. So, ich schlachte. Ich fange an. Weil einfach der Platz. Das muss alles weg, die Sachen. Und danach wird diese Kiste da. Verräumt. Ach nein! Maske vergessen. So, jetzt stehe ich wieder. Stellen der ab. So, haben wir. Ständer haben wir. Mensch, was ist denn los, ey? Auch mal gut. Ha-ha.
Transport. Tja, und dann werden sie auch noch recycelt, die Räder. Muss man ja auch dazu sagen hier. Also hier wird ja nicht einfach nur auseinandergenommen und weggeschmissen, sondern hier wird richtig recycelt. Hier wird getrennt, Plastik hier zum Beispiel. Kunststoff haben wir extra. Denn diese Verbundsachen hier, wie diese Wertstoff eigentlich, auch Kunststoff mit Metall drin. Diese Zughüllen haben wir eine extra Box. Kommt eigentlich zu Wertstoffe denn? Also letztlich kommt es zu BSR. Und da kommt alles in Wertstoffe. So wie sie zu mir gesagt haben. Also ich gehe streng nach den BSR-Geschichten. Die haben gesagt, das ist Wertstoff. Genauso wie Reifen Wertstoff sind. Die werden geschreddert und daraus wird dann irgendein Granulat gemacht. Aus dem Gummizeug Metall kommt zu Metall. So eine Geschichten halt. Ja. Also und der Rahmen hat ja eine besondere Form. Hier, der hat diese BMX-Form vom Hinterbau her. Ist eigentlich eine total billige Geschichte. Ja? Also, wir alle kennen diese billig Baumarkt- oder Kaufhaus-BMX-Räder, die hier so gequetscht wurden und da angebrutzelt wurden an den Rahmen. Und dann der Hinterbau, der so ein rundes Teil hier mit dieser Rundung hier hinten in angelöteten Ecken. Aber so waren die ersten BMX halt tatsächlich, sahen die auch so aus. Die waren nicht alle damals schon Profimaterial. Das ist einfach nur Kult geworden und deswegen so teuer. Nicht, weil es so geil ist vom Material her. Das darf man nicht vergessen. Ja. Da viele vielleicht denken, ja, das ist der Übershit oder so. Nee, ist es nicht. Das ist einfach nur Kult. Selten und Kindheitserinnerung. Davon leben die BMX-Räder. Okay, haben wir.
Gut. Das ist der Seniori-Rahmen. Jetzt machen wir noch die Stütze hier aus. Das ist die Klitsche für den Sattel. Tretlagerschale noch raus mit was. Tja. Was für ein schäbiger Arm. Seniori. Mal gucken, was wir daraus machen können, ne? Das gab's als Geschenk. Herkules? City Sport oder so, vermutlich. Ich liebe ja diese Rahmen. Ich habe ja schon 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 davon aufgebaut. Von den Dingern. Ganz einfache Stahlkonstruktion. Mann ist mein Wasserrohr. Schweineschwer. Aber urstabil. Und der ist riesengroß. Der Rahmen ist wirklich enorm groß. Lass mal gleich mal messen. 63. Oder mehr. Mitte bis Ende 63. Oberrohrlänge mit der Mitte. Oh, da ist er kurz. 58. Schön kurz, schön hoch. 58, 63. Das ist der 58. Ja, was ist hier passiert? Oder was passiert damit hier? Ist genau die gleiche Nummer wie der Rahmen gerade eben. Genau das gleiche Zeug, genau das gleiche Material. Genau der gleiche Hinterbau. Du hast hier plumpige Schweißnähte, diese wurstigen Dinger hier. Gekniffene Streben, die dann angelötet werden und angeschweißt werden, und diese rundlaufenden Hinterbau, und wir mit dem angelöteten Ausfallende oder angeschweißtem Ausfallende, ist nicht gelötet, ist geschweißt, ne? So, Mann, Freund.
Immer diese Versprecher. Was ist jetzt hier dran kaputt an dem Ding eigentlich? Lager, na jo, es geht. Das ist genau das gleiche Lager, was wir gerade eben auch ausgebaut haben. Genau die gleiche Nummer eigentlich. Nur in groß. Der Lenker ist ganz witzig. Ja. Umwerfer läuft sogar irgendwie. Check ich's mal durch, wa? Muffuck Racer. Zug neu verlegt. Ich verlege hier immer an der Seite so lang. Das Ende vom Zug. Dass man immer noch genug Fleisch hat. Ja, und knickt es so, dass das hier mit drin läuft in dem Ding. Ja, das ist halt das Problem, ne, bei diesen alten Hebeln. Also ich würde hier gerne neue Hebel ranbauen. Weil hier der Zug, schaut mal. Da ihr sehen? Nochmal. Am Zug achten. Auf das Stück Zug, was ihr seht, zwischen den da, zwischen. Ja. Das läuft halt hier nicht so gut. Das ist ja nicht beweglich gelagert wie bei den neuen Hebeln. Bei den neuen Hebeln hast du ja so ein kleines Gelenk drin und das ist so beweglich gelagert, sodass sich das dem Winkel anpassen kann. Und der verspringt immer. Und durch dieses Verspringen reibt er natürlich permanent hier am Aluminium und dadurch werden die Seelen langsam durchgerieben und er reißt schlicht und ergreifend. Ja, weil Aluminium ist ja hier drin scharfkantig. Hier dazwischen, da ist er scharfkantig und immer wenn es reibt, reibt es durch. Gerne würde ich hier neue Hebel anbauen und natürlich dementsprechend neue Züge verbauen. Dann habe ich schon 100 Mal geguckt, obwohl ich weiß, dass es reicht, dass man einmal gucken würde. Ja, aber manchmal reicht es auch nicht. Das ist auch blöd. Ich meine, ist die irgendwo hingehangen? Ja, mit Sicherheit. Ich glaube nicht, dass er zu Hause ist. Mhm. Auch das habe ich schon gesehen. Wir sind uns sehr ähnlich. Ist das gut? Keine Ahnung, sag du es mir. Weil wir genauso blöd sind dadurch, dann ist das nicht so gut. Naja. Dann merken wir es wenigstens nicht so. Genau. Oh. Ja, das ist ja auch so eine tolle Idee, genau wie ich. Genau, du bist genauso toll wie ich. Toll. Das ist doch gut. Das definiert sich gut, ja. Voll hübsch. Ja, sie will schon auf die Bremsen dran haben. Müssen die alten Hebel wohl weg. Die sehen ganz okay aus. Die passen, die stören nicht so. Nö. Die Hebel. Sieht ganz okay. Ja, aber die sind nicht mehr schick. Mhm.
schön. Einmal neu verlegt. Bremsverhalten 1A. Also 1-1A. 1-1-1-1A. Alles wirklich gut. Tippitoppi. Next. Haben wir hier auch schon. Fertig, dann rufe ich jetzt mal an und sag mal Bescheid, dass das abgeholt werden darf. Okay, das Video für heute. Was haben wir hier? Tada! Einen gerissenen Schaltzug bei einer Acera-Schaltung. Und den müssen wir da irgendwie rauskriegen aus dem Ding. Den Rest, der Nupsi, hängt noch drin. Sieht so ausgefranst aus und das wird eine Quälerei, den da rauszukriegen. Weiß ich jetzt schon. So, dann beginnen wir mal. Ich mache mal schon vorher hier das hier, diese kleine Stellschraube ab, weil nachher zum Einfädeln vom neuen Zug macht sich das immer besser, die abzumachen. Schön beiseite legen, nicht, dass man sie verliert. Nachher sucht. Dann machen wir den Rest vom Zug hier schon mal weg. Die Muster zum Zuschneiden legen wir uns beiseite. Das ziehen wir ab. Das ziehen wir ab. Das ziehen wir ab. Na, wo ist sie? €15, das ist ja Wahnsinn, die Miete, das ist ja ein Wahnsinn. Ja, €15 hört sich immer viel an am Tag für einen Fahrradmieter, aber so viel ist das ja nicht. In manchen Gegenden bezahlt man mehr, weit mehr, mehr, mehr. So, das haben wir hier als Zughülle noch anzubieten, neu, auch noch verbauen. Und jetzt geht es hier ans Eingemachte. Wir schrauben mal, da unten müssen wir ran, da hinten. Ich schraube erstmal hier die Schaltbremskombi locker, damit ich hier rankomme. Oh, ich nehme sie mir runter. Nehme ich sie mir runter? Nee, ich nehme sie mir nicht runter, ich schraube sie nur locker, damit ich da rankomme. Also hier mit dem 5er Inbus, oder was ist das? Ja, hier 5er Inbus, lösen. Dann Kreuzschlitz, Schraubendreher. Da rein. Nicht verlieren, was jetzt hier runtergefallen ist. Mal wieder suchen. Runter. Okay, suche ich später. Ich fliege hier einmal aus und dann habe ich das gefunden. Ach, wenn nicht, habe ich hier noch ein paar rumliegen in der Kiste. So. Da sehen wir schon das Corpus Delicti da drin. Seht ihr das auch? Könnt ihr das sehen? Da drin. Da. 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 Seht ihr es glänzen? Das Ende muss raus. Dazu nehme ich jetzt einen anderen Zug. Versuche ich krampfhaft von der anderen Seite. Hier durchzustecken, durchzustoßen.
Und ich hab's geschafft. Oh Mann, da, super. Ich hab's raus. Das ist echt ein Krampf, das da durchzukriegen normalerweise. Hat ganz gut geklappt diesmal. Na, Alter, das geht jetzt eben ganz gut. Haben wir echt Glück gehabt. Zack. Jetzt die Spannschraube wieder drüber, die Einstellschraube. Bremsen, eine Katastrophe. Bremsen sind eine Katastrophe an dem Rad hier, schreibe ich hier auf alle Fälle. Sonst ist das Rad eigentlich eine gute Qualität. Das scheppert vorne, der Steuersatz ist völlig hin. Da ist er. Da ist der Popel, den ich gesucht habe.
Joa. Das wird ein schwieriges Problem. Problem ist, hier die Schraube ist. Hier? Ne, wo ist sie denn? Doch, die Schraube. Ist abgebrochen. Und man muss hier einen Schlauchwechsel machen. Das ist das Problem. Jetzt schaue ich mal, ob ich die Schraube da rauskriege und den Schlauchwechsel machen kann. So, liebe Leute. Ich beginne mal hier hinten. Das ist eine Shimano. Das ist Shimano. 3cc. Eine Shimano 3cc. Und ich beginne mal mit dem. Ja, mit was eigentlich jetzt? Huha. Oh yeah. Wouldn't it be good for absolutely nothing? Sing it. Problematic. Ich mach mal so. Ich baue erstmal den Zug aus. Baue ich den Zug aus? Ja klar, ich muss ja den Zug ausbauen. Zug raus. Dann das Fähnchen hier hinten, so nennt man das, dieses kleine Ding da. Das hier, das ist das Fähnchen, ne? Zack. Muss ab. Sieht ja aus wie ein Fähnchen, deswegen. Gerade biegen. Und abziehen. Einfacher gesagt als getan, mein Freund. Abziehen. Don't lose it. It's important. Dann Sprengring hier entfernen. Schaltzug bei CC3. Sprengring wegmachen. Wegmachen. Sprengring wegmachen. Fachsprache für entfernen. Einen kleinen, einen dünnen Schraubendreher. Also oder Phasenprüfer zum Beispiel. Hier rein. Oh, Entschuldigung. Jetzt wollte ich es ganz nah zeigen. Und dann so ein bisschen weghebeln. Da sind da zwei so Vertiefungen, da kann man so rein. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Ob die Kamera ist nicht für so. Ich brauche mal eben eine zweite Hand. Da fällt der trotzdem runter, ey. Es ist doch wirklich. Oh Mann, ey, wenn man die Kamera so unterm Arm klemmert, kann man sie auch nicht bewegen. Wie so ein Behinderter. Nicht ein Behinderte, aber. Da ist er. Den Goldstaub aufheben und definitiv gut wegpacken. Ah, wer klopft? Komme. Herr, bitte? Hallo. Was darf es sein? Ich suche ein Fahrrad für meine Freunde. Aha. Was heißt das? 26 so. Ja. Und ich habe. Du sprichst Englisch? Ja, bitte. Ich kann mich. Ich kann er muss nicht, üben. Ja, das ist okay, kein Problem. zu kaufen. Ja, genau. Okay. Ihr könnt ja mal unten durchgucken. Ob ihr das seht. Das ist ja wirklich
Ja, schon. Ich glaube, ouais, c'est comme ça. Tu as dit la taille? Oui, oui, la taille. Parce que c'est une petite taille quand même. Il faut voir un peu ce qu'ils ont qu à nous proposer. Mais... C'est combien de temps? Das ist für 24 Zoll. So. 24 Zoll? Wird immer kleiner? Ja. Für Damen. Very small. Sehr klein. Ja, ja. Meine Freundin ist kleine. Okay, na das haben wir wieder draußen. Also. 24 Zoll haben wir hier draußen stehen. Das sind die einzigen Räder, 24 Zoll, die ich habe. Das ist, diese. Alter, alter. Ich suche ein Citybike. Schau dich um. Take a look. You have a big atelier. Hmm? You have a big atelier. I don't know. Yeah. I mean, I've seen it every day in front of you, and I didn't know like it was so huge. Yeah, it's very, very big. No, but are you looking for a short bike for a lady? Do you have something to propose? Right. You have to just. You can see it. Yeah, there is many, many brothers there. Oh, yeah. Hello. It's a very nice bike, and there are. You find women bikes, but not not bikes for kids normally from this age. Yeah, when my friend is kleine girl. Yeah, that's very schön. It's a unique one. Very unique bike. Can you hold it? Diese, 1 Euro? Ja! 1 Euro? 1 Euro, Alter, ich nehme. Diese 13 Euro? No, 1 Euro, das ist sehr schön. Für 1 Euro, das ist sehr schön. 13 Euro. No, 1 Euro. 1 Euro. Und das ist sehr schön. Sehr schön ist die. Ah, no, und für 1 Euro. Diese? 1 Euro? 1 Euro, ich nehme mit der Silber. Diese? 1 Euro? Diese. Ja, okay. Wunderbar. Nimm. Ah, okay. Super. Ich bin bis 21 Uhr hier. Du kannst es dir erstmal überlegen auch. Ist kein Problem, wenn du es nicht nimmst. Mhm. Und wenn du es haben willst, kommst du einfach vorbei. Und 10 Minuten, ich komme wieder. 381. Ganz wichtig, 1 Euro. Ja, ja, ja. Das ist ein super seltener Bauerrahmen, Bauerjugendradrahmen. Aus den 50ern, da kriegst du nirgends mehr. Mit Brucksattel, mit Ledergriffen, mit Nabendynamo, komplett Laufradsatz neu, Kette neu. Licht, habe ich ein altes gefunden auf dem Oldtimer-Markt. Lampe vorne, so ein bisschen im Retro-Stil. Die neuen Kojak-Decken drauf. Das Ding ist ein absolutes feines Stück. Mit der Rahmenkonstruktion noch nie gesehen. Ey, für Bauersammler ein Leckerbissen. Also man bohrt ein bisschen an, dann nimmt man einen schönen, scharfen. Noch frischen Bit, ein Tork oder Vielzahn, gibt den einmal einen auf den Kopf und dreht dann die Schraube raus, den Rest von der Schraube. Ja, so als Tipp. Ein bisschen anbohren und dann raus damit.
Draußen ist es. Und man kann es wieder vernünftig einbauen. Kleiner Tipp am Rande, das hat jetzt so lange gedauert, weil ich vorne noch einige Gespräche zu tun hatte und habt ihr ja gesehen. Beziehungsweise bauen wir das jetzt natürlich schon wieder ein hier. Also wir setzen den hier schon wieder an. Yay, da kommt jetzt dann der Splint wieder rein. Also dieser Feder, die Federscheibe kommt da rein. Da brauche ich jetzt wieder beide Hände, sonst fällt mir das runter. Die kommt dann dazwischen gedrückt. Guckt ihr mal von hier irgendwo zu. So. Ich habe ihm jetzt angeboten, dass er das Rad zurückbringen kann, wenn es seiner Freundin nicht gefällt. Übrigens, ne, wollte ich nur noch mal anmerken. Dann schieben wir das Fähnchen hier wieder rauf. Jetzt kommt die Quetschklemmschraube ran und das war's. That's it. That's the story. Okay. Super, Hammer. Weg damit. Jetzt versuchen wir noch eine Sattelstütze zu befreien. Und dann sind wir durch für heute. Okay, und das ist wieder mal soweit. Der Moment ist wieder da. Geht's oder geht's nicht? MBK-Rahmen sind immer sehr rostanfällig. Das ist nicht weit drin, das ist nur bis hier oder so.
Habt ihr gehört? Da war noch ein kurzes. Ja. Komm. Ja. Komm. Ja. Nobody fuck with me. Hi. Ja. Hi. Wir schreiben Karpfen. Guck mein Name. Hallo. Ich will ein Fahrrad. Ich brauche ein Fahrrad. Was für ein Fahrrad? Eins, bei dem ich sitzen kann wie eine Oma. Okay. Also ist gerade vermietet. Was? Ist gerade vermietet. Haben wir aber. Ist am Montag wieder da. So, erstmal muss ich das jetzt schnell fertig machen hier. Eine YouTube-Empfehlung war das. Über einen YouTube-Kanal, über ein YouTube-Video empfohlen und deswegen kam sie her mit der Sattelstütze. Ist doch geil, ist doch genial. Läuft! Ich glaube, das bringt dich halt voll im Körper. Das ist was, was dich voll im Körper hat. Ja. Dreimal. Damit ich mal zwei da habe. Was war noch? Achso, ich muss das Auto wieder zumachen. Oh, gut. Stütze ist raus. Oh, geil. Die Achse ist gewechselt. Oh, geil. Das ist genial. Läuft gerade. Meine, du brauchst die Ständer, okay? Ja, ja, klar. One used one. Hier hinten müsst ihr aber auf Kamera, wisst ihr? Ja. Weil es alles YouTube hier. Echt? Ja. Da. Ernsthaft? Dann auf, ernsthaft, da läuft die Kamera. Live. Grüß mal deine Mutti. Hallo Mama. Siehst du? Machst du live oder was? Alles auch. Manchmal live, manchmal Schnitt. Und weil Leute sich anschauen, wie du Räder reparierst? Wie ich deren Räder repariere. Und stell dir vor, heute die Kunden ist gekommen wegen einem YouTube-Video mit genau dem Problem, welches ich im YouTube-Video beschrieben habe. Was aber kein anderer Fahrradladen hinbekommen hat. Der Tommy hat es repariert. Sehr cool. Hey, ich muss das mal hier sehr großes Vertrauen nach unserem Gespräch. Ich dachte mir, okay, der macht das schon. Ja. Ich habe tatsächlich keinen Fahrradreparateur. Es gibt so einen, den Mittel, der ist mir eher suspekt. Ein suspekter Fahrer ist auch fast schon so was, ja, darf man heutzutage nicht mehr vergleichen, aber das hat schon so was. Fahrradhändler ist so wie Autoplatz in den 90er Jahren. Die Atze vom Autoplatz. Schön alle die alte Oma abgezogen, der noch einen Fuffi gegeben für das Auto und in den Jugendlichen für 5.000 verkauft. Das ist echt so. Oh. So, die Autoplatz-Klinche. Das heißt, diese alte Stelle ist einfach nur abgebrochen, oder? Wie bitte? Diese alte Stelle ist einfach nur abgebrochen und sind die alle so dieselbe Größe. Der ist jetzt so ein verstellbarer hier und den würde ich dann deswegen auch schon mal referieren, weil dann müssen wir nicht groß mit Flex oder so arbeiten, ist auch schon zu spät heute. Interessensfrage, der Dynamo geht ja von dem Fahrrad, aber der ist so super laut, daran kann man nichts ändern. Nee, heutzutage nicht mehr. Früher gab es Schmiernippeln, Dynamos sogar mit Schmiernippel, weil das ist ja auch eine Welle, die da irgendwie läuft, in zwei Lagern. Heutzutage ist es keine, es ist zwar eine Welle, aber keine Lager mehr und nur noch ein Plastik in so einen Laufring. Und die schlagen halt irgendwann aus. Wenn die ausschlagen, dann schlackert halt die Welle so ein bisschen und das macht das Geräusch. Das heißt, ich kann den dann einfach nehmen. Wegwerfen. Licht zum dran machen. Na, Dynamo wegwerfen und neu dran machen. Achso, man kann da schon einen Dynamo dran machen. Ja, warum nicht? Ja.
Ich finde die Nase schon immer ganz attraktiv, weil dieses Licht rumschleppen. Ja, weil Licht rumschleppen, das vergisst man ja immer. Also ich vergesse es immer. Oh, und kannst du da auch einmal eine Runde Öl rein, hier, wo der Schlüssel ist? Guck mal, schon viele Restaurants jetzt, ne? Ja, aber schau mal, du kannst dir sicher sein, ich werde zu jedem Fahrer hierher kommen. Danke. Ich weiß nicht, ob ich mir dafür bedanken soll. Damit es dann wochenlang hier steht. Der Kollege vorne ist ja fast ausgeflippt. Echt? In deiner Art und Weise. Oh oh. Ich habe gedacht so, die geht mir auf die Nerven, die geht mir auf die Nerven. Schick die mit. Geil. Oh, er hat ja nichts zu sagen. Ja, das tut mir sehr leid, das ist gar nicht böse gemeint. Nee, du bist halt so ein Typ. Dachte sich, oh, meint das nicht so. Scheiß zugezogene. Ja, so. Oh, muss man das drehen? Genau, jetzt wird das mal gedreht. Ach, cool, und den kann man dann so von der Größe. Den kannst du ja von der Höhe, wenn der noch nicht stimmen sollte. Mhm. Rein. Aber so passt es? Rein, raus, nicht die Maus. Gucken wir mal. Was ist so eine. Wie entscheidest du das? Wenn so. Ob es gut steht. Okay. Darf nicht zu flach stehen. Mhm. Und natürlich, jetzt kommt die Gretchenfrage, der Reifen kommt, passt vorbei und das passt vorbei. Ah, weil das okay. Schlägt ja auch manchmal gerne an, ne? Ja, deswegen. Ah, cool, okay. Sehr gut. Ja, das war schon. Das sind 5er mehr. Kann, ja, ist doch super. Und können wir einmal Öl noch in dieses Schloss reinmachen? Ich denke, das habe ich schon geölt damals. So. Weil das nicht gut lief. Top. Ich bin übrigens sehr zufrieden mit dem Herkules-Fahrrad. Ich komme sicher noch mal vorbei, weil es ein bisschen klackert hinten schon. Weil du gesagt hast, wenn es klackert, muss ich sofort kommen. Ja, ja, dann ist es aber eventuell der Kettenschutz. Guck einfach, wenn die Kette, die schläft hier gerne mal gegen dieses kleine dieses Schräubchen. Da muss man nicht am Schutz biegen, aber an dem Metall so ein bisschen. Oder wenn du es nicht machen willst, weil der Schutz kann aufbrechen, ist ja nur Kunststoff. Und eben schon 30 Jahre alter Kunststoff. Die klackert aber ein bisschen mehr noch. Nee, aber ich komme da sicher noch mal nur so kurz vorbei, dass du einmal mal rausschaust. Nur so kurz, dabei. Genau. Und dann gehe ich auch gleich wieder weg. Und dann gleich wieder weg und gleich. Bleib auch nicht hier! Fast Food, Fast Rad. So ein okay, das heißt, Drive-In-Schalter. Das heißt, eigentlich geht die Gangschaltung, sie ist bloß nicht gut. Nee, die ist hier oben kaputt. Guck mal. Mhm. Dann. Das steckt natürlich unter drin und dann ja, nicht nur reißen, sondern es zieht, geht auch nicht gut durch die Hülle natürlich. Ja, also das sollte man schon tauschen. Weil in der Hülle sieht es ja genauso aus. Ja, ich würde jetzt auch noch warten. Nee. Aber jetzt ist es zu spät. Du hast ja jetzt, du wolltest noch einen Ständer haben, jetzt. Ja. Jetzt ist du musst ja auch mal Feierabend machen. Oder? Oh. Du siehst nämlich echt kaputt aus, wenn man das sagen kann. Ja, du, Mann. 10 Jahre, 11 Jahre hier nebenan, 12 Stunden am Tag. Mhm. 72 Stunden Woche, Normalität. Danach noch Videos schneiden hier für die Kollegen. Da alle. Für die 100.000 Abonnenten, die ich noch nicht habe. Weil Realität interessiert halt nicht so viele. Die wollen alle so eher so. Also die Masse. Aber ich will ja auch nicht die Masse. Ich will die guten Leute. Ich will die ehrlich jetzt zu schätzen wissen. Die wissen, dass ein gebrauchter Ständer hier mit Montage ein 5er kostet. Ey, Mann, ey. Total bescheuert, ey. Der macht dann so was. Ist mir auch so gewesen. Ich hätte ja auch selber dran gemacht. Ja, ich schraub nochmal ab, schnell. Okay, wie viel kriegst du jetzt von mir? 18 plus 5. Weil ich so kaputt bin, kann ich das nicht rechnen. 25. Oh, danke schön. Siehst du? Für die Platzmiete. Ich hatte ja hier einen Platz. Oh, 1 Euro pro Woche. 3 Wochen lang hat sie ihr Rad nicht abgeholt. Ich wollte schon verschrotten. Nein, weil ich nicht. Ich hätte es verhökert, ey. Okay. Hat mir nicht leid, Dieter. Ich dachte, was nu, hier so Rabenmuttermäßig so. Nein. Aber ich war so zufrieden mit dem Herkules. Ja, das war mein zweiter Gedanke. Dann war ich so beschäftigt. Ich darf gar nicht selber auf Fernsehen steigen. Willst du? Ich versuche. Dann kannst du. Du kannst ja auch einen Ständer alleine anschrauben. Kannst du auch. Hoffentlich. Ich mache jetzt Feierabend. Also. Es ist 21 Uhr
Und wir sehen uns am Montag erst wieder, würde ich mal sagen. Morgen brauche ich wirklich fast den halben Tag nochmal zum Schneiden, um alles nachzuholen, was ich jetzt nicht geschafft habe die Woche. Macht es gut. Haltet die Ohren steif. Danke, dass ihr mich unterstützt in jeglicher Form. Heute kam ja ist der Name entfallen, nicht böse sein. Ja, wo bist du denn? Heute kam der Ingol vorbei. Und wenn mir bei meinem PC-Problem helfen, finde ich ja dufte, dann er macht sowas wohl professionell. Und dafür schon mal vorab, dafür, dass du einfach nur vorbeigekommen bist schon mal, das ist ja schon mal geil, weil wie gesagt, reden können sie, kann ja jeder viel, aber dann auch das umsetzen oder mal vorbeikommen, einfach mal den Schritt zu machen, ist auch schon viel wert. Und heute waren zwei Leute da wegen YouTube. Den einen Tag war aus Hannover einer da, das habe ich gar nicht vergessen zu sagen, vorgestern, da kam jemand aus Hannover und hat... war hier und wollte mich nur ganz kurz mal kennenlernen, meinte, und wollte mal einen Tipp abholen und meinte dann so zum Abschied, ja, und ich muss sagen, du bist genau so, wie du in den Videos auch bist. Ich sage, ja, klar, weil das bin ich, genau so bin ich. Ich bin so, ich bin mit Höhen und Tiefen, mit Freud und Leid, was auch immer, ich bin genau so. Wer das nicht mag, ich kann mich nicht ändern, deswegen habe ich von Anfang an gesagt, die Videos kann ich nicht ändern, es ist so, es bleibt so, es wird immer so sein. Und deswegen, mal geht es mir gut, mal geht es mir schlecht, mal geht es euch gut, mal geht es euch schlecht. Das sind die einzigen Veränderungen, die man so hat. Ja, ansonsten bleibt es so, wie es ist. Ich freue mich sehr, der Tag ist um, ich bin ein bisschen fertig, bin ich wirklich, ja, schön, hat sie nochmal gesagt zum Abschluss, wir sehen uns morgen wieder, nicht morgen, naja, klar, wir sehen uns morgen, allerdings mit dem Vlog dann vom Montag. Bis dann, ciao, sagt der Tommy.